Genau, Stefan. Hi. Iron Maiden steht hier. Was hat denn unsere Ringsabteilung mit Iron Maiden zu tun? Wir dürfen Flugzeugmodelle machen im Iron Maiden Design. Aber es ist jetzt nicht nur irgendein Fantasiedesign, sondern diese Maschine oder auch die, es gibt insgesamt drei Flugzeuge bislang, fliegen tatsächlich oder flogen tatsächlich so. Die Band hat sich da vor einigen Jahren was eben einfallen lassen, sind ja wirklich global unterwegs, ein wirklich globales Phänomen, seit Ende der 70er Jahre eigentlich die Heavy-Metal-Band schlechthin. Und gerade durch diese vielen Tourentermine wollten sie ihr Equipment einfach gut transportieren, alles in ein Flugzeug packen können und dann wirklich von Termin zu Termin hetzen. Und da kam dann einfach gut ins Spiel, dass der Leadsänger Bruce Dickinson selber eine Pilotenlizenz hat, ist selber auch zeitweilig bei Astraeus Airlines als Pilot tätig. Und dann hat er mit seinem Management gesprochen oder mit dem Management der Fluggesellschaft, stellt uns halt mal ein Flugzeug zur Verfügung, lasst uns das lackieren in unserem Design und wir fliegen damit Jetten um die Welt. Er hat praktisch seine eigenen Bandmitglieder zu jedem Auftritt geflogen. Genau. Eigentlich eine ziemlich coole Sache in der Art und Weise, glaube ich zumindest, dass es so bislang nicht gab. Also es gibt verschiedene Bands, wir sind auch immer wieder mal in Kontakt mit verschiedenen Managements von Bands, so diese Tourmaschinen zu machen. Da ist mal das Logo drauf, sei es mal bei den Rolling Stones oder so, da ist die markante Zunge auf den Maschinen drauf und da steht World Tour dabei oder sowas. Oder Led Zeppelin gab es auch mal einen Flieger, aber da steht, es ist immer ein Schriftzug und Logo vielleicht, aber halt nie in dieser, als eine komplette Maschine, die so lackiert wird. Und kein Sänger im Cockpit. Und kein Sänger im Cockpit, ja. Also ich hoffe zumindest, dass bei vielen keiner im Cockpit ist dann, ja. Wann kommt das Modell raus? Also hier haben wir das Snapfit-Modell, 1-200. Wir bringen zeitgleich beide 757, einmal hier von der 2008-Tour mit dem Eddie, mit dem mumifizierten Eddie vom Powerslave-Album drauf. Eddie ist das Maskottchen, niedlich gesagt, von der Band. Wie auch bei dir, das ist eine andere Version von Meister Eddie. Und die 2011er Maschine bringen wir dann auch noch raus. Die werden beide im Mai, spätestens im Juni erscheinen. 1-500 haben wir sie parallel auch gemacht, damit wir unsere Kernsammlergruppe dann auch was bieten können. 1-500er Maßstab ist deutlich kleiner, aber wir gehen auf jeden Fall sicher, dass wir unseren Eddie deutlich erkennbar haben, trotz der geringen Größe. Bisschen vielleicht noch in die Zukunft schauend. Es gab eine dritte Maschine noch, ist die jüngste Maschine, eine Boeing 747. Also die 757 reichte irgendwann mal nicht mehr aus. Und dann ging man einfach eine ganze Stufe größer auf die 747. Die wird dann eben auch noch folgen in 1-500 als Snapfit-Modell und in dem Fall auch als High-End, als wirkliches Sammlermodell, Maßstab 1-200 aus Metall. Also das wird ein richtig schweres, cooles Teil. Was sind denn so die Highlights des nächsten Jahres, die uns da erwarten werden? Also natürlich haben wir ganz viele Highlights, die wir nicht nur jetzt präsentieren können, sondern im Laufe des Jahres kommen noch deutlich welche hinzu. Aber wir konnten schon auch Formneuheiten jetzt auch schon in Mai, Juni in das Prospekt, in dieses Paket mit einbauen. Dazu komme ich vielleicht noch. Wir haben aber ganz viele Farbvarianten machen können. Wir haben auch noch Jubiläen, die wir abarbeiten, klingt jetzt negativ, aber die wir feiern wollen. Jubiläenserien, die wir fortsetzen und beenden wollen. Neue Kooperationen haben wir, zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt, mit dem Fußballverein. Ich denke, das wird eine ziemlich coole Sache werden in diesem Jahr. Und gerade wenn ich bei Eintracht Frankfurt bin, also Sun Express hat eine Kooperation mit der Eintracht schon seit 2017 und hat eine tolle Maschine lackiert gehabt, eine 737. Jetzt gab es im letzten Jahr eine neue Bemalung und rechtzeitig zu dieser neuen Bemalung haben wir jetzt dann mit Eintracht Frankfurt einen Vertrag schließen können. Und wir werden diese neue 737-800, die jetzt seit dem Herbst fliegt, werden wir in 1-500 umsetzen können, in 1-200 Snapfit und sogar in 1-100 als Snapfit-Modell. Also das ist schon eine sehr beeindruckende Größe, wird, so wie es aussieht, auch im Fanshop erhältlich sein. Also für uns auch schön, dass wir jetzt unsere Fans natürlich auch beliefern können und Freude machen können. Aber es gibt sicherlich viele Eintracht-Fans, die noch keine Herpa-Fans sind. Also das wird sicherlich eine sehr schöne Sache für uns werden. Könnte das ein neuer Markt werden, dieser Fußballmarkt überhaupt?
Wir merken schon, dass es also da gibt es schon noch Möglichkeiten. Ja? Und wir sind schön, dass wir trotzdem ein kleiner Teil wenigstens da dabei sein können. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder mal Verträge haben können. Im FC Bayern zum Beispiel hatten wir 2, 3 Flugzeuge mal gemacht schon mal. Oder Emirates ist ein ganz großer Sponsor im internationalen Fußball. Da hatten wir schon verschiedene Modelle bringen können. Und man merkt schon, da ist einfach die Begeisterung dann schon da. Und wenn der berühmte Siegerflieger, den wir schon haben. Der Siegerflieger, genau. Die Glanzzeiten des deutschen Fußballs. Ja, genau. Genau. Also was hast du noch dabei? Also wir haben hier als Formneuheit, die wir auch im Mai, Juni schon im Paket dann haben. Wir haben ja, hier ist eine KC10, leitet sich von der DC10 ab. Wir haben im letzten Jahr begonnen mit einer Serie zum 50-jährigen Jubiläum der DC10 und haben verschiedene Modelle gebracht von verschiedenen Kontinenten, so aus klassische Bemalungen aus den 70er Jahren. Und wir haben gedacht, als Abschluss machen wir eben hier eine Formneuheit eben daraus. Und die DC10 die KC10 feiert sogar 40-jähriges Jubiläum. Also wir verändern dieses 50-jährige Jubiläum, machen daraus noch 40 Jahre von dieser Tankerausführung. Mhm. Und zwar sind da zusätzliche Tanks mit eingebaut worden. Am auffälligsten ist hier hinten der Tankausleger. Und diese KC-10 sind insgesamt 60 gebaut worden von der US-Luftwaffe und nach wie vor im Einsatz. Die ersetzen teilweise die älteren KC-135, die basiert auf der 707. Mhm. Und der Riesenvorteil ist bei der KC-10/DC-10 ist, dass einfach vom Volumen an Treibstoff nahezu verdoppelt wurde. Also wir können wesentlich länger selbst in der Luft bleiben und können auch wesentlich mehr Einheiten unterstützen auf ihren Weg in irgendwelche Schauplätze oder wenn es nur als Transportflugzeuge über den Ozean geht, über den Pazifik, muss aufgetankt werden und da kommen diese Flugzeuge zum Einsatz. Fliegen auch derzeit noch 2 Stück in den Niederlanden rum, also auch da gibt es eine schöne Möglichkeit oder 2 für Modellnachbildungen, die wir auch bringen werden und bringen wollen. Also das ist gleich eine Formneuheit hier vorne, die wir dann bringen können. Wenn wir schon bei Jubiläen sind, Mexikaner, die große mexikanische Fluggesellschaft wäre jetzt in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, musste leider die Segel streichen vor einigen Jahren. Wir haben aber trotzdem gedacht, naja, wir nehmen das einfach trotzdem als Anlass, um eine kleine Sonderserie zu machen, einfach ein paar Flugzeuge aus ihrer Geschichte zu machen, aus verschiedenen Epochen. Jetzt haben wir schon mal eine A318 gebracht, dieser Baby-Airbus, in der letzten Bemalung von der Mexikaner. Dann sind wir zurückgegangen und haben eine 727 gemacht in der klassischen Bemalung mit dem goldenen Streifen aus den 70er Jahren. Und jetzt im Mai, Juni haben wir eben noch eine A320 in einer dieser bunten Heckbemalungen. Die haben dann ähnlich so ein bisschen wie British Airways angefangen, damals verschiedene Designs auf dem Leitwerk zu bringen, einfach um dieses koloniale, spanische oder auch präkolumbianische Design umzusetzen auf den Flugzeugen, also verschiedene, sei es von Keramik, abgeleitete Designs dann eben da abzubilden. Und da haben wir jetzt eine A320 uns rausgesucht aus dieser Talavera-Keramik. Sehr schönes Design aus Gelb und Blau gehalten. Und da wollen wir diese kleine Serie jetzt eigentlich im Mai, Juni mit abschließen. Du hast noch mehr schöne Modelle mitgebracht, unter anderem dieses Kampfflugzeug. Mhm. Das ist die Tupolev 22M. Mhm. Wir haben ja bereits die Tupolev 95 und Tupolev 160. Hier mit der Tupolev 22, sind lauter Ziffern jetzt, die ich da durch die Gegend werfe, ist das letzte von diesem Trio der derzeitigen russischen strategischen Bomberflotte. Ist auch ein Überschallflugzeug, überschallfähig, wird jetzt sogar neu produziert. Also unser Modell wird in 2 Varianten angeboten werden können. Mhm. Wir haben die 22M3, das ist die bislang modernisierte Variante. Es gibt aber jetzt eine neue Variante, die M3M, also die modernisierte Variante der modernisierten Variante. Es gibt sogar einige Neubauflugzeuge dabei. Es ist ein Maßstab 1:200. Ja, es ist ein sehr markantes Flugzeug, doch. Sieht recht kompakt aus, ist trotzdem ein sehr großes Flugzeug. Ist ausgelegt eben für 4 Personen. Kann Marschflugkörper transportieren, alles Mögliche, um auf die Distanz einiges anzurichten. Was bei dem Modell besonders ein Feature ist, ist, dass wir die Tragflächen
wieder beweglich machen konnten, schwenkbar machen können, je nachdem, welche Fluglage die Maschine einnimmt. Für einen schnellen Flug werden die Tragflächen eben angewinkelt, um möglichst wenig Widerstand zu verursachen. Und wenn viel manövriert werden muss, dann werden die Tragflächen ausgebreitet. Und für den langsamen Flug dann zum Beispiel für den Start oder für die Landung. Apropos groß, direkt da drüber, sehr groß und markant und noch relativ neutral, ein Walunterhalt. Richtig, das ist, sieht auch so ein bisschen aus wie ein Wal, ist es in dem Fall auch, die Beluga. Beluga XL, um genau zu sein, also nicht die alte auf der A300 basierende, sondern jetzt auf der A330 basierende neue Version. Haben wir ja erst jetzt vorgestellt oder vor ein paar Monaten vorgestellt im Maßstab 1 zu 500. Das Weihnachtsmodell zum Beispiel, das sehr schnell ausverkauft war, basierte auf die Beluga XL. Und jetzt bringen wir das eben in 1 zu 200 im Maßstab als Snapfit-Modell, als Steckmodell, ohne Fahrwerke. Snapfit hat immer so ein bisschen so einen Klang, naja, das ist etwas Billiges. Wir haben vor 21 Jahren angefangen mit der Snapfit-Serie, mit diese Modelle, und das ist inzwischen deutlich was anderes von der Qualität her, als wir vor 20 Jahren angefangen haben, da eine Serie aufzustellen oder zu übernehmen. Im Grunde genommen ist es eigentlich tatsächlich ein High-End-Modell, nur ohne Fahrwerke. Mhm. Aber wir haben halt wirklich gemerkt, dass die Snapfit-Reihe gewinnt immer mehr Zuspruch weltweit und ist einfach ein schönes Sammelthema mittlerweile geworden. Also früher war es einfach ein günstiges, billiges Souvenir, in dem Fall halt wirklich billig, weil sie wirklich nicht gut aussahen, Verarbeitung war schlecht. Aber hier bewegen wir uns wirklich im Rahmen, es ist alles bedruckt, es ist alles wie ein hochwertiges Modell eben. Man muss halt zwei, dreimal was zusammenstecken, ganz einfach ohne Kleber, und hat man ein richtig cooles Modell und in dem Fall ein sehr voluminöses Modell, einfach für seine Vitrine oder für seinen Schreibtisch. Du hast eine ganze Menge Neuheiten mitgebracht. Es war ja ein bisschen ein schwieriges Jahr. Wie war eigentlich der Kontakt zu den Fluggesellschaften? Konntet ihr da überhaupt diese ganzen Modelle, wie konntet ihr die überhaupt umsetzen? Ja, Kontakt zu Fluggesellschaften war minimal, minimalst. Ich meine, gut, andere Sorgen hatten sie sowieso, ist sowieso klar. Ja. Da hatten sie wenig Zeit, sich um uns zu kümmern, um unsere Belange zu kümmern. Auch viel, gerade im deutschen Raum, sehr viel Kurzarbeit, dass nur teilweise oder ein, zwei Tage die Woche gearbeitet wurde. Da mussten wir sicherlich hinten anstehen. Es gab aber auch Lichtblicke von einigen Fluggesellschaften, deren Mitarbeiter daheim tätig geworden sind dann auch, mit denen wir dann doch, anfänglich war es schwierig, irgendwann hat sich so ein bisschen so eingespielt, das Ding, dass sie uns doch unterstützen konnten, damit wir wenigstens ein schönes, großes Programm aus der Taufe heben konnten halt dann. Noch ein kleiner Überblick, was noch alles kommen wird bis zum Jahresende? In Kurzform? In Kurzform. Also wir haben hier zum Beispiel hier noch ein A220 auch als Snapfit, als Formneuheit. Da haben wir bereits 1 zu 500, 1 zu 400, 1 zu 200 das als Formneuheit gebracht, schon in den vergangenen ein, zwei Jahren. Hier eben noch als Snapfit, eben als für diesen Souvenirmarkt. Wir haben ganz viele Bemalungsvarianten, auf die ich gar nicht unbedingt groß eingehen kann, aber gerade jetzt 737 Max fliegt jetzt wieder. Wir werden jetzt wieder vermehrt Modelle bringen können. Einige Fluggesellschaften haben uns ja darum gebeten gehabt, macht mal ein bisschen langsam, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Behalten wir die Flugzeuge, stornieren wir, wie heißt das Flugzeug später? Einige haben zwischendurch überlegt, diesen Begriff 737 Max nicht mehr zu verwenden. Das hat sich alles ein bisschen ein Stück weit gelegt. Das heißt, wir können jetzt wieder mehr vermehrt Modelle da in diesem Bereich bringen, was, denke ich, den einen oder anderen sehr freuen wird. Und 1 zu 200, jetzt zum Beispiel fällt mir noch ein, das ist vielleicht eine besondere Geschichte, Alrosa Tupolev 154. Hatten wir im Ende Oktober den letzten kommerziellen Flug einer Tupolev 154 weltweit. Eigentlich sehr schade. Das Flugzeug ist ja wirklich seit Ende der 60er Jahre, war nicht mehr wegzudenken aus der sowjetischen, später russischen Luftfahrt. Ein Klassiker schlechthin mit drei Triebwerken. Sehr markantes, sehr elegantes Flugzeug. Und da werden wir zum Beispiel jetzt dann auch dieses Flugzeug umsetzen, das diesen letzten kommerziellen Flug durchgeführt hat. Jetzt dann am 28. Oktober war das mal, glaube ich, dann. Ansonsten werden wir nach wie vor in diesem Jahr auch ziemlich viel oder viel Zubehör bringen können in verschiedenen Maßstäben. Einiges wird wieder aufgelegt, was vielleicht länger vergriffen war. Ein, zwei, drei neue Sachen kommen da hinzu, sofern die Formenbau das alles pünktlich abliefert, was sie versprochen haben. Und wird, glaube ich, ein sehr spannendes Jahr werden für uns und für unsere Sammler.
was ihr alles bringt. Und alle Neuheiten finden Sie wie immer natürlich auf www.herber.de. Schauen Sie einfach rein und bleiben Sie mal auf dem Laufenden.